Boah, überall so eine Sporenmist. So verpasst. Schock dich nicht! Alter, da habe ich gerade vor Schreck fast die Kippe eingezogen, hinter in den Rachen! Boah! Schmeckt eklig! Boah! Alter! Safe! Safe! Scheiß Leiche! Scheiß Pilz, Alter! Ich weiß, warum ich keine Pilze mag. Lebende Pilze. Laufende Pilze. Hä? Diana wird sich freuen, wenn du so nach Gosse stinkst. Mal Gülle? Wird sie bestimmt richtig freuen. Alter, ich hab schon beschissen. Und deine Wunden werden auch schreien. Meinst du, weil da so ein bisschen Wasser rankommt? Oder weil es so ein bisschen stinken tut? Ich würde mal sagen, weil da so ein bisschen Dreckwasser rankommt. Mit Bacillus und Monimus und so, weißt du? Verdammt, ich muss hier raus. Ach! Bacillus, hast du nicht gesehen? Ich will nicht wissen, was die schon für Infektionen hat. Ich will nicht wissen, was die schon für Infektionen hat, aber eigentlich durch das Pilz-Virus schon immun ist. Direkt drunter, freut ihr. Okay. Also direkt drin. Zum Teufel bin ich hier. Lass mal schon machen, wo man hier ist. Bank, U-Bahn. U-Bahn. Sieht wie eine U-Bahn aus, oder? Boah, sieht dann dran. Okay. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Abkürzung durch den Park. Abkürzung durch den Park. Bestimmt mit über... Durch den Park. Mit bestimmter Überraschung. Abkürzung durch den Park. Ja. Ich will nicht wissen, was wir jetzt hier lustig machen. Was? Wo? Was? Wo? Wie? Da ist eine Leiche. Nochmal? Alles Seifen auch mitgekriegt. Ja. Vielleicht war es ein Vogel? Ich hoffe es. Sorry! Schreck! Also den Film ausziehen.
Alter. Kein Wort oder keine Pfeifen, keine Ahnung. Und da sind sie schon Pfeifen. Hier, das jetzt links. Alter. Das war fetten Pfeil in die Schulter in die Jagd gekriegt. Oh, fetter Schrocken. Ja, kurz und durch den Park, aber erstmal fett da durch den Pfeil in die Schulter reingejagt kriegen. Ja, ich weiß, ich bin sexy. Was ist denn jetzt? Der hat eine Pistole. Irgendwo ist noch einer. Ich seh den grad nicht. Wo ist der? Der muss ja irgendwo auf einer erhöhten Position sein, so wie der Pfeil geflogen ist. Ach, da! Halt die Schnauze, das nervt. Jo, was geht? Vor einer, ne, ist jetzt nur der einer da hinten. Ach, jetzt muss der jetzt hier lang laufen. Dein Ernst? Ach ne, jetzt kommen die alle her. Na toll, kommst nicht durch den Busch. Oh, Bogen bin ich voll. Okay. Fick dich. Fick dich. Bin ich da, du siehst mich nicht. Ich bin eins mit der Natur. Aber kriegst einen Pfeil in die Schulter. Ja. Noch jemand ein Messer durch die Kehle haben? Scheiße. Das müssen die Scars sein. Egal. Krankenhaus. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Ich glaube, da spielt glaube ich jeder die Rache. Nora war doch. Oh, Geschenk. Tagebuch Eintrag. Scars, Faxe, Peeves, Day, Fokus und Scars, scheiß auf die, konzentriere dich darauf, warum du hier bist. Ja, würde ich mitnehmen. Warte, das?
Ah, die Axt ist voller. Kann ich einen Schlag zu mehr machen? Oder ein paar Schläge? Ich muss an dem Checkpoint-Tor vorbei. Hm. War klar. War klar. Also ab durch die Gildenhaus. Mach erstmal Krach, dass jeder weiß, dass du da bist. Okay. Okay, da bin ich voll. Also wie fehlt dir so ein Schalldämpfer für die Sniper, oder? Medikit. Oder? Mhm. Ich glaube, das. Ich glaube, das Hotel ist ein wenig. Oh, ein Roller. Doppelgänger. Sieht aus wie ein Alien. Ist doch so. Sieht aus wie du. Also das Alien hat nur eine Intelligenz von 60. Ich habe ein bisschen mehr. Ein seltsames Wesen unbekannter Herkunft. Dieser Humanoid mit Alabasterhaut und gelben Augen nimmt jede Form an, die man sich von ihm oder ihr wünscht. Der Haken daran ist lediglich, dass es mit der Person, die es imitieren soll, in körperlichen Kontakt stehen muss. Die Ähnlichkeit ist nahezu perfekt. Nur wenn man ganz genau hinschaut, sieht man nach der Verwandlung nur ein kleines bisschen Gelb in den Augen. Blitzen. Sei also auf der Hut, wenn einen deiner Freunde zu unpassender Zeit eine Sonnenbrille trägt. Naja, der, ich sag mal, Alien kann einen fast perfekten Doppelgänger machen. Ach, nur fast perfekt? Mhm. Nicht perfekt? Nee, man hat dann immer noch ein gelbes Blitzen im Auge. Also zumindest das Alien. Also seine natürlichen Augen kann er nicht... Nicht zu 100% verstecken. Also ist er nicht perfekt. Deswegen meine ich ja nur fast perfekt. Also ist er kein direkter... Naja, wie soll man sagen? Kopierer. Weil wenn er ein direkter Kopierer wäre, könnte er alle. Also... Fake. Ja. Man sollte die Leute nicht so hochloben, wenn sie es nicht können, ne? Da sind die Formen also sogar noch besser. Oder nicht? Hm. Oder der eine Formen, da wir schon gelesen haben, nicht wahr? Der kann ja alles perfekt. Hui! Ich krieg wieder Munition zusammen. Das, was du gerade verschwendet hast, so bei den Stalkern. Bei den süßen kleinen Stalkern? Nee. Dann nimm doch das Fenster. Klopf, klopf. Bin da. Oh, oh, oh. Oh, da auf dem Tisch. Ach, noch mal Munition. Algeue. Klebstoff. Oh. Ich glaube, die Pillen brauchst du nicht mehr. Falls jemand diesen Zettel findet, meine Frau Pike wartet im alten Konferenzzentrum Ecke Pike und Comment auf mich. Direkt gegenüber vom Pub. Bitte bringen Sie ihr diese Medikamente. Sie ist schwanger und könnte ohne sie sterben. Ich dachte, ich schaffe es, aber ich habe zu viel Blut verloren. Ich bin durch den Wald gerannt, habe ein paar Pfiffe gehört und dann steckte ein Pfeil in meiner Seite. Ich habe mich hier versteckt. Ich glaube, hier bin ich sicher. Schlimmer kann es ja kaum noch kommen, oder? Mir wird langsam kalt. Ich habe
So viele Medikamente aus dem Krankenhaus geklaut. Ich hätte lieber auch ein bisschen Blut mitnehmen sollen. Sorry, schlechter Witz. Meine Frau kann Ihnen sagen, dass ich für meine schlechte Witze bekannt bin. Wenn Sie Peike finden, sagen Sie ihr, dass ich friedlich gestorben bin. Sagen Sie ihr, dass ich hoffe, dass die beiden ein glückliches Leben haben. Sagen Sie ihr, dass ich sie liebe. Und sagen Sie ihr, dass sie das Kind, wenn es ein Junge wird, die ich nach mir benennen soll. Sie soll den Namen nehmen, den wir ausgesucht haben. Simon Vickers. Ich glaube, die beiden haben es nicht geschafft. Also, Leiche habe ich von ihr nicht gesehen da. Ich habe nur die Zelle gefunden. Nur den Zelle. Dann scheint es ja wohl noch dort zu sein. Oder können auch schwangere Frauen, die befreit sind, noch in die Schwangere? Ich habe keine Ahnung. Kannst du mitbringen? Wäre schon creepy, wenn ein Klecker ein Baby kriegt. Du glaubst, du passt durch. Alles klar. Da haben wir so Pfeifen. Von hinten Pfeifen. Bitte, mach das nicht! Verdammt! Es reicht etwas. Ich verrate es dir. Du. Sie sind voller Sünder. Ich befreit sie, damit sie meine Liebe spüren. Aua! Ui! Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Sucht nach Versprengten. Sie führe uns. Hast du gehört, was Lilly getan hat? Hab ich. Eine Schande. Aber nicht überraschend. Ihre Schwester. Ich war schockiert. Ihre arme Mutter. Sie hätte merken müssen, dass was nicht stimmt. Ja, wo sind wir denn? Warte. Brian, wir werden angegriffen. Das kam vielleicht von da hinten. Was hier? Verstrecker! Schuss den Wolf! Oh, hi. Du siehst so einsam aus. Kann ich dir helfen? Das war jetzt ein unlogischer Moment vom Spiel. Naja, besser für dich, oder? Ja, das stimmt.
Wenn er da bleibt, kann ich den in Ruhe töten. Dein Ernst? Ja, weil da jetzt schon zwei Tote sind. Drei. Stimmt, drei. Sind sie da alle unten? Alter, wie hoch? Oh, war da was? Nö, ich geh lieber. Da kannst du in Ruhe oben rum. Oder nicht? War da was? Nein. So. Feierabend. Schau mal, ob da nicht schon mal einer von unten kommt. Ach, damit. Ich weiß nicht, warum kann man safe zu sein. Halt, nix. Safe. Ich sehe nichts. Nee. Puh, das war knapp. Ich weiß, ich bin heiß, du musst mich nicht hinterherpfeifen. Wie viele hier sind, wa? Die pfeifen wahrscheinlich, um zu gucken, ist da jetzt noch jemand oder nicht? Ich wäre schon alles weg, also wenn nicht. Der kommt hoch. Der scheint hochzukommen. Hier hoch, genau. Der hat eine Piste. Da rechts war gerade was. Boah, jetzt habe ich jetzt vier oder was? Mist, komm ich hier nicht so lang. Mist. Ich
War da was? Vorsicht. Meine Fresse, jetzt ist mal langsam mute. Was denkt die gerade schon wieder ein Lager aus oder dort? Von allen Dingen, dass jetzt alle wissen, dass du hier drüben bist. Natürlich, weil jetzt da wieder einer sein muss. Dein Ernst, Ellie, dass du da nicht rüberjumpst? Dann bring ich doch gleich um. Die rennen. Nee, ich tu nur so. Merci, dass es die gibt. Sie müssen mal mitpacken. Du hast noch einen Kopf.